langsam ein paar Wände. Ich baue jetzt mal einfach mal ein Häuschen. So ein kleines. Und wir schauen mal, wie wir die Purge dann getriggert kriegen. Ich brauche irgendeine Fackel. Konnte man doch irgendwo... Das schaut in die falsche Richtung. Aber das sieht an sich... Das sieht nice aus. Cool. Dunkel, es ist dunkel. Ich sehe original gar nichts. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Wir machen noch mal so einen und stellen uns das nach oben hin. Gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Die sehen echt gut aus. Und da stellen wir uns hier hin. Und ich brauche eindeutig mehr Fundamente, aber ich glaube, was ich vorerst mache, ich klaue mir ein paar Fundamente aus dieser Ecke. Dank der Pickup-Mod geht das ja wunderbar. Und bewege die da hinten in die Ecke, weil ich da hinten in der Ecke mit einem kleinen Häuschen oder was anfangen möchte. So, und ich glaube, das hier ist ein Stein, den ich wegmachen kann. Ja. Wunderbar. Und dann viel weiter nach hinten kann ich eh nicht. Das ist gut. Dann habe ich hier noch... So, viel weiter nach hinten als so kann ich eh nicht. Zumindest nicht hier. Könnte ich dann vielleicht nach oben bauen, aber... Passt schon. Die Pickup-Mod ist hervorragend. Ich liebe diese Mod. Ich finde sie absolut genial. So, wunderbar.
Diese kleine Ecke da ist in Ordnung, da kann man dann irgendwas reinstellen, irgendwas Kleines. Und dann kann man dann hier. Irgendwie hier so lang. Hier hinten braucht man keine Fenster. Einfach weil da ist sowieso Wand. Vielleicht mache ich hier hinten auch noch eine kleine Tür hin und dann hier hinten so ein, weiß ich nicht, einfach eine natürliche Ecke zu haben. Mal gucken, mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, und ab hier muss ich mir dann irgendwie was überlegen. Crom portet nicht. Crom war AFK. Der Lümmel. Das ist doch für den Anfang ist das nicht schlecht. Für den Anfang ist das nicht schlecht. Das sieht knuffig aus. Das sieht knuffig aus. Gefällt mir. So, dann kann man hier eine Tür machen und hier rausgehen. Man hat hier eine Tür. Dann braucht man hier gar keine Tür. Jetzt ist die Frage, wie gestalte ich das Dach? Ich einfach ein kleines Spitzdach rein oder... Ich gehe mal die Türen von unten holen und das Flachdach. Ja, das wird die schönste Basis überhaupt. Das werdet ihr schon sehen. Können wir hier die Werkbänke reinpacken, wenn das passt. Dann müssen wir die, glaube ich, zwei hoch machen. Wenn mich das nicht täuscht. Werkbänke brauchen, glaube ich, zwei hoch. Aber da könnte man... $16.000 Steine sind schon abgegeben und 1.000 Eisenverstärkung. Holy shit! Jetzt geht's aber los hier. Ein schönes, kleines, knuffiges Spitzdach. Ja, daran habe ich auch gedacht. So ein schönes, kleines, knuffiges Spitzdach. Von allen vier Seiten zugehen oder nur von zwei, dass das hier so lustig hausdachmäßig ist. Ich werde davon einige brauchen. Gut, dass ich so viel gefarmt habe. Eieiei. Mal gucken, ob und wie wir das machen. Weil
Diese eine Ecke da hat da so ein, diese kleine Einbuchtung. Wobei wir da kann man da was Verrücktes machen. Vielleicht geht da was Verrücktes. Vielleicht. Warum auch immer das nicht gesteckt hat. Vielleicht. Kann man da dieses kleine Ding, es ist zwar direkt an der Wand und teilweise in der Wand, aber vielleicht ne? Vielleicht. Warum habe ich drei davon gemacht? Vielleicht kann man ja, wenn man das hier jetzt, na? Yay, Bausystem! Bausystem! Vielleicht kann man. Man das hier so macht und dann hier das Dach macht. Vielleicht. Und das dann hier so cool hochführt. Und dann kann man hier eine Treppe hinmachen. Und dann mit der Treppe da hochlaufen. Und dann hat man da einfach so ein freies Dings. Wenn das denn. Ach, deshalb habe ich drei. Ha. Wenn das dann jetzt so klappt, wie ich es vorhab. Nee. Und dann kann man das hier oben zumachen. Ganz normal. Und dann brauchen wir hier auch noch mal so ein Dings, weil dann schließt das nämlich hier ab. Die Rüstungsschmiede können wir schon bald bauen, wenn es so weitergeht. Nice. Und dann kann man da, keine Ahnung, paar Stühle hinstellen oder was. Ja, das ist nicht schlecht. Kann man auch für später einen Außenaufgang in den nächsten Stock oder was machen. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Zum Beispiel. So, dann werden wir hier. Dann machen wir einfach zwei Fenster hin. Genauso wie auf der anderen Seite. Na. Und dann brauchen wir. Da weiß ich nie, in welche Richtung was ist.
würde sagen, 5 von jedem. Obwohl, never mind. Da je eines und von dem anderen jeweils 4. Bauen und ausprobieren. Bauen und ausprobieren. So, in dem brauche ich, glaube ich, jeweils eines. Und dann sind das die mit vier. Urteil. Das mit den Steinschrägen als Dach finde ich echt nice. Ja, die Fraktionen, die haben schon coole Bauten. Die haben schon coole Sachen. Hier lernt man noch was, ja. Na, du sollst da unten hin. So, dann können wir daraus. Da können wir dann zumindest ein paar der Werkbänke reinpacken. Kann man dann im Nachhinein, wenn man dann Ressourcen dafür hat, genauso. Nice. Da habe ich richtig gerechnet, finde ich gut. Dann kann man dann im Nachhinein vielleicht noch dekorativ oder was hinpacken. So, das kommt dahin. Dann kommt das dahin. Das da. Da, so wie dort und hier. Und dann wird das hier ausgefüllt. So, und dann haben wir diese Türen, die finde ich irgendwie cool. Diese Türchen. Ist zwar, glaube ich, eigentlich eine Gefängnistür, weil die nur an einer Seite irgendwie einen Griff hat, aber finde die irgendwie cool. Okay, dann deaktivieren wir mal das Autoschließen. Können ja mal gucken, ob wir noch andere Türen finden. Es sieht knuffig aus. Solange du trotzdem rauskommst, ist das doch egal. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Ich stehe sehr an der Kante. Stehe sehr an der Kante. Sind die richtig rum drin, die schrägen Dinger? Ja, ich habe geguckt, dass die, dass dieser Pfeil für die Außenseite nach außen zeigt. Aber ich kann gleich noch mal gucken, ob das komisch aussieht oder nicht. Wir hätten hier noch so eine Tür. So eine Holztür, die könnte. Die könnte vielleicht ganz cool aussehen. So eine schlichte Holztür. Ich finde, glaube ich, so eine schlichte Holztür fast besser. Als diese vergitterte Tür. Mal gucken. Und dann könnte man ja eigentlich schon mal das Teil hier mitnehmen.
Und das Teil hier mitnehmen. Das Teil hier mitnehmen. Die sind hier noch fröhlich am Brutzeln. Die lasse ich mal weiter brutzeln. Die Holztür könnte gut aussehen. Die normale Werkbank kann ich mitnehmen. Und das Teil kann ich schon mal mitnehmen. Was sagt die Perch? Ja, die Perch lässt sich Zeit. Aber wenn jetzt demnächst, oder halt, ne, wenn die Anzeige entsprechend hoch ist, keine Perch kommt, dann liegt das irgendwo anders. Das Problem. Und nicht daran, dass meine Base keine Base ist, weil meine Base hat alles, was irgendwie eine Base braucht. Oh ja, die Holztür gefällt mir. Wir nehmen die Holztür. Wir nehmen die Holztür. So, da muss da noch eine Treppe hin. Die hätte ich auch schon machen können, die Treppe, ne? Vielleicht können wir hier auch. So ein mini zweites Stockwerk einrichten, ne? So ein kleines. So eine kleine Spielerei im Raum. Hat man dann oben was und hat dann unten was. Das Zeugs passt hier trotzdem noch rein. Wunderbar. Nur die Öfen, die brauchen, glaube ich, bei Dings nach oben. Man kann ja gucken, was zwei braucht, was eins braucht und entsprechend. Ah. Ich habe mal in meiner ersten Staffel, war das, glaube ich, versucht, eine Werkbank zu bauen, ich glaube, die des Rüstungsmachers, und es hat nicht funktioniert, weil das nicht zwei Wände hoch war. Aber anscheinend funktioniert das. Haben die wohl irgendwas angepasst? Und den kann ich hier an die Wand stellen. Schließt hier schön ab mit der Gaberei. Es ist hervorragend. Hervorragend! So, hier haben wir einen Schmied. Den kann man hier irgendwie in der Ecke stellen. Den können wir hier hinstellen und dann die Treppe dahin machen. Und dann sieht das wunderbar aus. Dann kann man unter die Treppe vielleicht ein paar Kisten oder was machen. Die Öfen gehen eh nach draußen. Die gehen sowieso nach draußen, vielleicht. Keine Ahnung, hier an die Wand. Oder die Öfen kann ich hier nach hinten, obwohl. Das ist schräg, das könnte komisch aussehen, wenn die Öfen dann so halb schweben. Die Öfen kann ich hier hinstellen. Dann ist hier eine Tür, damit man einfach zu den Öfen kommt und dann kann man hier ne? Wisst ihr Bescheid? Genau. Treppe hoch und runter gehen, wie man lustig ist. Und dann kann man die Werkstatt so ein bisschen aufteilen. Dann kann man oben die Deko oder was hinmachen und hier unten hat man dann Schmied und Rüstung und hast du nicht gesehen. Haha! Hier haben wir noch einen Zimmermann. Kriegen wir den hier neben die Gerberei? Ohne dass das zu geknollt aussieht? Ja, wunderbar, würde ich sagen, hä? Der klippt nur minimal da rein. Aber den kriegen wir daneben.
Ja, das passt. Oben auf der Galerie dann mein Bett. Ja, für den Übergang könnte man das durchaus machen. Für den Übergang könnte man das durchaus machen. Das ist keine schlechte Idee. Meine Basis wird groß, das wird nicht das einzige Haus bleiben. Der wird dann in die Wand sägen, ja, das ist in Ordnung. Übergangsmäßig ist das okay. Meine, ich kann den auch da drüben hinpacken. Drehen hier so ein bisschen um. Dann ragt er hier so ein bisschen ins Zimmer rein, aber das ist okay. Haben wir hier ein bisschen mehr Platz, dann können wir das hier ein bisschen auseinanderziehen. Dann können wir den hier noch. Bisschen hier rüber packen. Wunderbar, dann brauchen wir noch eine Treppe, damit man dann da hochkommt. Oh, wunderbar. Hervorragend. Finde ich gut. Und dann ist das ein Anfang. Dann ist das ein Anfang. Ich meine, wir haben dann immer noch jede Menge da unten stehen, die ganzen AOC-Werkbänke und so weiter. Läuft. Definitiv. Läuft gut. Die nächste Purge kann kommen. Ich habe eine Basis. Ich werde hier unten dann auch irgendwie was machen, ne? Wo dann Stall und Tierpferch und so weiter, die werde ich teilweise nach unten setzen. Yay! Und dann. Mein Plan ist es, hier rüber zu bauen, hier oben was zu machen. Dann mit einer Brücke oder was von da drüben nach dort zu bauen, weil dort, hier ist dieser Weg. Naja, da kann man dann von hier oben rein. In die Burg kann aber trotzdem von hier unten dann in die Burg. Ne? Da kommt einiges. Oh. Oh. Da kommt einiges. Ich habe vor, vielleicht irgendwie. Vielleicht auf die. Auf diese Spitze dort. Wie so ein. Nennen wir es Zauberertürmchen zu bauen.